Sie den Schlüssel raus. Heute Lieblichkeit, Prinzessin Dagmar. Zeitqualität, mein lieber Prinz Marcel. Närrische Komiteemitglieder, liebe Närrinnen und Narren. Edles Prinzenpaar, ich habe gehört von eurer Begehr. Als Stadtpräsident begrüße ich euch sehr. Dafür gibt es gute Gründe, doch hört, was ich euch verkünde. In diesem Jahr sollte es uns gelingen, das Prinzenpaar vom Rathausstürmen abzubringen. Der Letzte bin ich in der Rathausschar, außer mir ist keiner da. Der Bürgermeister hat sich fortgemacht, ist geflüchtet vor der Narrenmacht. Den Schlüssel legte er in meine Hand und sagte, leiste Widerstand. Doch leider hat das nichts genützt. Die Garten war nicht lang gedrückt, Stadtprinzenpaar und Karnevalisten lassen sich nicht überlisten. Trotz Schimpfen, Spott und Gegenwehr gewann das närrische Prinzenheer. Darum gibt's für Prinz Marcel und Prinzessin Dagmar an seiner Seite treu ein dreifaches, kräftiges Lübeck! Heil! Lübeck! Heil! Lübeck! Heil! Und warum sollte ich mich wehren, wenn die Narren heute hier einkehren? Denn in der Bürgerschaft, das ist doch klar, sind die Narren los das ganze Jahr. Liebe Narren und Narralesen, habt ihr denn nicht die EN gelesen? Unser Tresor, der ist längst leer, geplündert vom Politiker her. Ausgegeben ist all der Zaster für die großen und die kleinen Laster. Darum frage ich euch, was wollt ihr holen? Das Rathaus ist pleite, da gibt's keine Kohlen. Der Haushalt war ganz ohne Frage schon in einer besseren Lage. Die Löcher in den Straßen machen uns Sorgen. Verschoben wird alles auf übermorgen. Solange uns der Schuldenberg plagt, ist Mangelverwaltung angesagt. Der Nothaushalt macht uns zu schaffen. Wo Geld war, heute Löcher klaffen. Und zur gewohnten Haushaltssanierung brauchen wir die Kieler Regierung. Doch auf die können wir auch nicht bauen, wollten sie uns doch die Uni klauen. IKEA wollen sie uns vergeulen, da können wir nur lautstark maulen. Mit leeren Taschen stehe ich nun hier. Lasst dennoch Gnade walten, mit mir mein Widerstand könnt ihr brechen. Ich benötige aber noch ein Versprechen. Den Schlüssel, den gebe ich in eure Hände. Aber Aschermittwoch ist der Spuk zu Ende. Ich beug mich nun der Übermacht. Die Rathaustür ist aufgemacht. Lübeck ist dann in eurer Hand. Doch dafür bitte ich um ein Pfand. Ein Kuss von eurer Lieblichkeit, der hübschen, groß gewordenen Maid, das wäre meine Bedingung noch. Lübeck! Ahoi! Lübeck! Ahoi! Lübeck! Ahoi! So viel Presse sind noch nicht da. Und nochmal. So, nun habt ihr euch das verdient hier. Ja, Herr Präsident, danke schön. Ich glaube, ihm blieb ja auch gar nichts anderes übrig, mir den Schlüssel zu übergeben. Ja. Denn das ganze Volk habe ich hinter mir. Ja.